Mein Name ist Kirsten Schiemann. Ich bin hier die Spa-Leiterin, Spa-Managerin vom Straubinger Spa und habe eine sehr besondere Massage mitgebracht, die ich entwickelt habe vor über 15 Jahren, die Tighty B. Und die Tighty B kommt aus all meinen Studien von den Reisen um die Welt. Ich war in Sri Lanka, habe mir dort die Ayurveda angeschaut, die Wiege der Ayurveda. Ich war auf Hawaii, ich war auf Bali. Ich war im Wat Pho Tempel in Bangkok, habe mir die traditionelle thailändische Massage angeschaut. Hier befinden wir uns im Spa-Bereich des Straubinger Hotels. Hinter mir sehen Sie den Schwimmbad, im ersten Stock den Ruhebereich und ganz oben haben wir den Saunabereich mit dem direkten Blick auf den Wasserfall. Hier befinden wir uns im berühmten Zirbenzimmer, in welchem am 14. August 1865 zwischen Otto von Bismarck und Gustav von Blome die Gasteiner Konvention unterschrieben wurde. Praktisch ein Friedensvertrag zwischen Österreich und Preußen. Ja, jetzt sind wir da in der Straubinger Küche, wo einer der berühmtesten Söhne Bad Gasteins seine Lehre absolviert hat, nämlich Eckhard Witzigmann. In einer Rekordbauzeit von 2,5 Jahren haben wir es geschafft, das Straubinger und den Turm und das Badeschloss zu renovieren, herzurichten und im alten Glanz wieder erscheinen zu lassen. Ja, wir werden die Gäste begeistern, wir werden die Gäste überraschen und es ist wirklich was sehr Besonderes geworden. Jetzt sind wir hier am Straubinger Platz, vor uns das Hotel Straubinger mit 46 Zimmern, hinter mir das Badeschloss Altbau mit 20 Zimmern und hinterbei sehen Sie den Turm mit 82 Zimmern. Ja, jetzt sind wir am höchsten Punkt des Straubinger Ensembles, hier im Badeschloss-Turm mit 14 Stockwerken, Infinity Pool und hier zur linken Hand mit dem super Ausblick auf den Gasteiner Golfplatz, wo wir ab und zu auch unsere Runden drehen dürfen. Liebe Gasteinerinnen und Gasteiner, nach mehr als 25 Jahren Schließphase ist es nun endlich soweit. Am 1. September öffnet der Straubinger seine Pforten. Es würde mich sehr freuen, wenn ich euch bei uns hier im Straubinger begrüßen dürfte. Am 24.09. ab 11 Uhr haben wir Tag der offenen Tür und dann haben wir auch Zeit, Ihnen das oder euch das Hotel zu zeigen. Jedenfalls herzlich willkommen bei uns im Straubinger.